erstens ist der Mann hier in diesem Team immer für die Scheißarbeit zuständig. Und zweitens verlassen wir heute die Atlantikküste und fahren so ganz, ganz, ganz langsam über Wege, die wir jetzt noch nicht kennen, in grobe Richtung Heimat. Wir sind jetzt 538 Kilometer vom Atlantik entfernt, in einem Ort, der heißt Tour. Da hat meine Frau mich hingelotst. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung, wo das in Frankreich ist. Ich weiß nur, dass es an der Loire ist, weil ich einfach nur gefahren bin. Und jetzt sind wir an einem Park von Night Parkplatz angekommen und gehen jetzt 2,6 Kilometer in die Innenstadt. Und ob es hier schön ist oder nicht, weiß ich nicht. Und es ist jetzt genau 10 vor 6 und wir machen das schon. Und dieser Fluss hier, das dürfte eigentlich die Loire sein. Okay, dieser kleine Fissel, der kam mir von Anfang an so komisch vor. Die Loire, die Loire. Das hier, das ist die Loire. Aber das sind jetzt nicht die Schlösser der Loire. Jetzt sind wir gerade mal an einem Schild vorbeigekommen. Ich habe zwei Sachen festgestellt. Erstens, das war bei Leibe nicht die Loire. Die kommt nämlich noch. Und wir sind vom Zentrum noch richtig weit entfernt. Aber... genau noch 1,5 Kilometer. Quatsch, das stimmt. Wir haben viel, viel weiter. Aber wir gehen weiter. Wir haben uns jetzt jemanden gefragt, einen sehr netten Mann. Und er hat uns die Richtung gezeigt, in die wir jetzt gehen. Ich soll noch diesen Abenteuer R4 aufnehmen. Mit der Abenteuer Stoßstange, dem Abenteuer Scheinwerfer und dem Schnorchel hier. Und Auspuff, der einmal komplett von hier nach darüber geht. Zumindest haben wir jetzt schon mal die Kathedrale gefunden. So, dieses imposante Gebäude hier muss aufgenommen werden. Da ist die liebe Rita. Da ist das nächste imposante Gebäude, was der Mann uns empfohlen hat. Ein alter Stadtturm. In dem kleinen Geschäftchen haben wir noch ein Handtuch bekommen, so ein Abtrocknetuch. Zwar nicht mit Tour drauf, sowas haben die nicht, aber ein typisches französisches Tuch mit ganz vielen französischen Käsesorten. Und das da vorne ist der Tuch Charlemagne und da muss ich mir jetzt mal durchlesen, was der so alles drauf hat. Ich würde sagen, du liest das jetzt mal nicht durch, weil ich habe ein bisschen Hunger. Okay. Der Weg hat sich gelohnt. Hier kommt ein schönes Haus nach dem anderen und dieses hier finde ich besonders schön. Und man weiß überhaupt nicht, wo man jetzt entlang gehen soll. Darum oder darum. Wir finden schon was. Wir sind ein bisschen spät, aber wir suchen uns jetzt mal den Weg zum Place Plumero. Gar nicht mal so schlecht, das Städtchen hier. Und jetzt sind wir wirklich an der Loire angekommen. Und wie man an der Klamotten erkennen kann, hat es zwischendurch mal einen richtigen Regenschauer gegeben. Wir sind jetzt hier im Bus gelandet, um ein paar Stationen zu fahren. Ist sonst nicht unsere Art. Wir können ja auch zu Fuß gehen, nachdem wir den ganzen Tag im Auto gesessen haben. Aber da hinten kommen schon wieder so dicke schwarze Wolken und wir fürchten, dass wir dann richtig in den Regen kommen und dann klitschnass sind. Das wollen wir vermeiden. Das ist die Stadt, genau, Tours, wo St. Martin seinen Mantel geteilt hat. Und wir waren ja eben in diesem Quartier Saint-Martin und haben gemerkt, im Dunkeln da durchzugehen ist schön, aber wir müssen noch mal wiederkommen. Hier sind wir im Bus. So, jetzt sind wir wieder an unserem Stellplätzchen. Die Busfahrt hat es gelohnt. Die Stationen liegen tierisch weit auseinander. Aber guck mal hier, ein alter, umgebauter Reisebus. Und hier ist der Wohnmobilstellplatz. Das sieht so von der Seite aus. Umgebauter Bus. Als Wohnmobil. Und hier haben wir uns hingestellt. Am Stellplatz.
Und da vorne ist der Kermit. Eben noch in Tours, jetzt schon in Orléans. Übrigens, wir haben ein Date mit Jeanne d'Arc. Das ist die Jeanne d'Arc. Eine nette kleine Innenstadt mit ganz vielen leckeren Restaurants. Wir müssen uns jetzt noch entscheiden, wo wir hingehen. Nachdem wir uns jetzt ein bisschen durch die Stadt haben treiben lassen, ein Date mit Jeanne d'Arc hatten und in der Kathedrale waren, alles sehr schön. Also diese Stadt ist auch sehr sehenswert und wir müssen zurückkommen. Sitzen wir jetzt bei Pitaya und haben uns eine Bowl bestellt. Und als erstes muss ich meinen Namen angeben. Rita. Wir kriegen jetzt zwei Bowls, sind gespannt, ob es schmeckt und werden die dann mal mit Stäbchen probieren. So, so sieht so ein Ding aus und davon haben wir zwei. Guten Appetit. 19 Uhr, wir sind von Orléans weitergefahren. Wir sind jetzt in einem ganz kleinen Dorf, das heißt Varmerieville, und haben uns hier ein Plätzchen gesucht, ungefähr 2,5 Kilometer von der Autobahn. Und wir sind ganz alleine und hier ist es ruhig und eigentlich auch schön. Schöne Sache. Super Stellplatz. Komm, wir machen mal ein kleines Interview. Wir machen gerade einen spontanen kleinen Abendspaziergang durch Varmerieville und sind jetzt schon seit 20 Minuten unterwegs und haben bisher noch keinen einzigen Menschen gesehen hier. Hier ist überhaupt nichts, gar nichts ist hier. Ich sehe hier gerade, es heißt Varmerieville. Varmerieville, hier gibt es auch einige schöne Häuschen. Alte, kleine, aber hier ist nichts, gar nichts. Ich mache mal einen kleinen Schwenk. Hier. Noch eine Iglesia, so, also eine kleine Kirche gibt es da. Da ist gar nichts ist hier. Gar nichts mehr. Und dann gehen wir jetzt mal wieder zu unserem Mobile Home zurück. Erkenne ich und einen Zahnarzt. Ja. Ansonsten ist Varmerieville sehr zu empfehlen. Ne? Gehen wir mal hier durch die Main Street. Die sieht so aus. Kommst du ein bisschen vor mit so einem Sherlock Holmes? Grusel, Gruselgeschichte, oder nicht? Nein, das ist La Post. Wir haben sogar eine Postfiliale. Post? Ja, da könnte der Mann von Willkommen bei den Sti, könnte der auch noch strafversetzt. Das hier, das ist die Postfiliale. Halten wir noch mal ganz kurz fest. Ja, das hier, das ist die Postfiliale. Schon ein bisschen gruselig, der ganze Ort hier. Heute ist unser letzter Abend von unserer Jungfernfahrt. Wir sitzen in Varmerieville bei Park for Night, super Platz, und haben zwei Estrella Galicia. Und warum ich hier sitze mit der Wasserpumpenzange, die hat uns immer gute Dienste geleistet, weil ich musste ja meine Wassermaschine immer anschließen. Aber heute Abend geht es um Folgendes. Heute Abend werden wir die Mandel, die wir in La Voz im Nationalpark mit den Geiern geerntet haben, die letzte Mandel des Jahres, mit dieser Wasserpumpenzange knacken. Da wir natürlich keinen Nussknacker dabei haben, aber unsere Freundin Inni aus Andalusien, die hat alle Nüsse mit der Wasserpumpenzange geknackt und ich mache das jetzt. Also einen Knack habe ich schon. Nachziehen
Knack, ist er auf. Da ist er. Die Mandel aus Labor. Und wir werden die jetzt zusammen vernaschen. Bis nach Hause, 320. Und im nahegelegenen Intermarché decken wir uns jetzt noch mit französischen Produkten ein. Und dann geht's nach Hause. Zur Family. Ich freue mich, da zu kommen, ich freue mich, Kinder zu sehen. Ja.